Hab ich dich erwischt, du willst also nie mehr arbeiten, dank Dividenden. Nie mehr arbeiten, dank Dividenden bedeutet nie mehr arbeiten. Dank Dividenden bedeutet was ganz Unterschiedliches, je nach Lebenssituation und Lebensentwurf von dir. Wenn du 20 Jahre alt bist beispielsweise und dir sagst, mit 40 möchtest du nicht mehr arbeiten, Stichwort finanzielle Freiheit, dann ist das was anderes, als wenn du jetzt sagst, du möchtest mit Hilfe von Dividenden deine Rentenlücke schließen, weil du noch 20 Jahre bis zur Rente hast. Beides Mal musst du dann nicht mehr arbeiten, dank Dividende, aber es bedeutet was anderes. Was aber immer dasselbe ist, ist egal, welches konkrete Vorhaben du mit Dividenden beabsichtigst zu erzielen, du wirst immer an denselben Stellschrauben drehen. Und ich stelle dir in diesem Video die Stellschrauben vor und es ändert sich nur, je nachdem, wie ambitioniert dein Vorhaben ist, wie stark du an der einzelnen Stellschraube drehen musst. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich habe im Laufe meines Investorendaseins bereits über gut 180.000 Euro Dividenden kassiert, brutto. Ich arbeite immer noch. Mir macht das Arbeiten Spaß mit dem Aktienfinder, meistens jedenfalls. Und ich denke, das ist auch eine ganz sinnvolle Tätigkeit, die mich soweit erfüllt. Dann werde ich dir jetzt mal zeigen, welche Stellschrauben das sind. Und ich habe hier ein Excel gemacht. Und dieses Excel wird alles ganz genau konkretisieren. Und du wirst dann auch sehen, wie sich welche Stellschraube auswirkt. Die erste Stellschraube, die zeige ich dir aber nicht, weil die bezieht sich auf die Ausgaben. Wir werden uns hier auf die Einnahmenseite fixieren. Die mag ich auch viel lieber als die Ausgabenseite. Nicht, weil ich ein Frugalist wäre oder so. Ich gönne mir das, das ich haben möchte, im Regelfall jedenfalls. Deine Lebensweise. Also das, deine Lebensweise bestimmt deine Ausgaben und macht natürlich einen riesen Unterschied, ob du ein Lebemann bist und das Geld mit vollen Händen hinauswirfst oder im anderen Extrem eher jemand, der zurückgezogen, selbstzufrieden, mit sich selbst im Einklang lebt und eigentlich relativ wenig Materielles braucht. Das weißt du am besten und das darfst du dann auch entsprechend selber planen. Wir konzentrieren uns hier auf die Einnahmenseite und wir fangen mal an mit einem politisch hochbrisanten Thema. Da kommen wir auch auf die soziale Ungleichgerechtigkeit oder Ungleichheit zu sprechen, nämlich dem Startkapital, wenn es auch um Erbschaftssteuer oder so geht. Also das Startkapital haben wir hier und es gibt die einen, die werden in einem reichen Elternhaus geboren und da gibt es dann beispielsweise eine Wohnung und die können dann auch irgendwann mal die Wohnung verkaufen. Es gibt die anderen, die haben eben gar nichts und die fangen mit leeren Taschen quasi bei Null an. Das ist nun mal so und das ist hier das Startkapital. Nehmen wir an, du hättest eine Wohnung und du würdest dann die Wohnung verkaufen für 250.000 Euro. Und dann würdest du diese 250.000 Euro in Aktien investieren. Also wir machen erstmal hier die 250.000 Euro. Jetzt hast du es verkauft, aber du hast noch keine Aktien gekauft und jetzt kaufst du Aktien. Und diese Aktien würden eine durchschnittliche Dividendenrendite erzielen von 3%. Und 3% ist durchaus nicht unrealistisch. Dann machen wir uns mal hier rein. Und das ist dann dein monatlicher Einkommensstrom, wenn du 3% Dividende erhältst. Wir haben hier dunkelblau, das ist netto. Und das hier ist so die Abgeltungssteuer. Und das da oben ist quasi brutto. Das geht an den Staat, diese 26,8% Abgeltungssteuer. Und das hier, das wandert dann in deine eigene Tasche. 460 Euro im Monat. Und 165 Euro hast du bezahlt an vaterschen Staat, sind insgesamt 600 und ein paar zerquetschte Euro. Das ist doch schon mal ganz nett, wenn man das haben kann. Und wie gesagt, das kommt Monat für Monat rein. Das ist dein Startkapital und ist natürlich unfair, wenn jemand anderes 0 Euro hat. Aber life is a bitch oder wie Stromberg sagte, das Leben ist kein Ponyhof. Aber das Schöne ist, du hast es selbst in der Hand, von Null anzufangen und dir Vermögen aufzubauen. Und dafür musst du aber in Anführungszeichen Opfer bringen bzw. sparen. Also Konsumverzicht heißt das ja auch. Hier ist dann die monatliche Sparquote. Und man kann schon mit kleinen Beträgen anfangen. Wir fangen mal mit 250 Euro an im Monat. Das ist kein ganz kleiner Betrag, definitiv nicht. Aber ich denke bzw. hoffe, er ist für die meisten realistisch. So, dann siehst du, wie die Dividende über den Zeitraum, das sind die 20 Jahre, ansteigt. Aber du
Du siehst auch und bist vielleicht enttäuscht, dass es gar nicht so viel wird. Also am Ende der 20 Jahre hast du eine Dividende von 113 plus 40 von 153 Euro insgesamt brutto kassiert. Also immer noch viel weniger als derjenige, der einfach die geerbte Wohnung verkauft hat. Life is a bitch. Aber du hast ja auch nur in Anführungszeichen investiert 61.500 Euro. Und der andere hat die Wohnung ja für 250.000 verkauft. Kannst du ja nicht erwarten, dass du dann quasi mehr kriegst als er an Dividende, wenn dein gesamtes über 20 Jahre eingesetztes Kapital nur ungefähr ein Viertel von dem entspricht, was er quasi vererbt bekommen hat. Das heißt, da könnte man durchaus halt noch ein bisschen ambitionierter sein, um dann entsprechend hier die 600 Euro oder so zu erzielen. Das heißt, mit 500 Euro monatlich. In diesem Szenario, wenn die Dividendenrendite fix ist, schaffst du das aber leider nicht. Dann bist du gerade bei über 300 Euro angekommen, also hast du ungefähr die Hälfte erzielt. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich, nämlich wenn du in Aktien investierst, dann sind diese 3% ja nicht fix über die 20 Jahre. Es ist jetzt quasi eine simulierte Anleihe, die einen festen Coupon hat, also eine feste Verzinsung. Tatsächlich gibt es das Dividendenwachstum. Und das Dividendenwachstum, das fällt unterschiedlich aus, lassen wir es mal bei 5% sein, was definitiv realistisch ist. Und dann sieht es plötzlich so aus und life is a bitch anymore. Na, nicht unbedingt. Also jetzt haben wir hier die 600 und ein paar zerquetschte Euro überschritten von dem Erbkind und haben immerhin nach 20 Jahren haben wir dann eine Dividende von etwas mehr als 800 Euro brutto, die wir kassieren. Und das macht jetzt schon einen Unterschied nach den 20 Jahren. Wenn wir jetzt beispielsweise derjenige sind, der noch 20 Jahre bis zur Rente hat, das kann entscheiden, ob man nach dem offiziellen Renteneintrittsalter noch arbeiten muss, um die Rentenlücke zu füllen, oder ob man seinen Lebensabend genießen kann. Das macht also wirklich den Unterschied. Und das wäre in unserem Fall eben die 500 Euro Sparquote jeden Monat. Und dann haben wir 123.000 Euro investiert. Und da hier dann unter Dividendenwachstum von 5% jährlich und eine Dividendenrendite von 3%. So, jetzt gibt es aber noch Dinge, wie man diese unterschiedlichen Stellschrauben unterschiedlich drehen kann, justieren kann. Es gibt hier auch andere, also man kann hier zum Beispiel sagen, Dividendenrendite von 3% ist schon relativ hoch, es ist die Anfangsdividendenrendite, beziehungsweise die Anfangsdividende, ja. Und das Dividendenwachstum von 5% ist relativ moderat. Man könnte auch sagen, ich gebe mich am Anfang mit einer niedrigeren Dividende zufrieden, sagen wir 2%. Und dafür nehme ich ein Dividendenwachstum oder erwarte ich ein Dividendenwachstum von 8%. Und dann schauen wir mal. Und da sieht man dann, dass man damit besser gefahren wäre. Da hätte sich die monatliche Dividende, und sie erhöht sich dann auf über 900 Euro brutto von etwas über 800 Euro brutto. Man könnte sogar noch hier runtergehen, 1,5%. Und dann dafür hier 10%. Und dann siehst du, die Dividende hat schon hier die 1.000-Euro-Marke überschritten, passt schon gar nicht mehr ganz auf die Grafik drauf. Das ist also das Schöne des dynamischen Dividendenwachstums im Zeitverlauf. Und das ist halt eine Strategie, eine Dividendenstrategie dynamischen Dividendenwachstums. Und das andere, was ich zuerst gezeigt hatte, war eine Strategie, wo du von Anfang an halt eine hohe Dividende hast, aber das Dividendenwachstum halt relativ moderat ausfällt. Es gibt natürlich nie die Sicherheit, dass wenn du diese Aktien kaufst, die ein hohes, die ihre Dividendendynamik steigern, dass sie es auch noch in 20 Jahren tun. Aber es gibt durchaus Tendenzen und diese Tendenzen, die setzen sich fort. Das sieht man auch sehr schön im Aktienfinder. Jetzt, wenn wir schon bei sehr schön waren, jetzt wird es noch schöner. Wir gehen jetzt mal hier etwas zurück. Wir nehmen mal wieder die alte Variante mit dem sehr moderaten Dividendenwachstum und dafür einer hohen Dividendenrendite von Anfang an. Nehmen wir mal hier die 3%. Denn es gibt ja jetzt auch noch Kursgewinne. Über diese 20 Jahre wirst du hoffentlich auch Kursgewinne erzielen. Und das ist nicht so knapp, das sehen wir gleich. Jetzt sagst du dir vielleicht, boah, Kursgewinne, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will ja meine Aktien nicht verkaufen. Ich bin ja an diesem passiven Einkommen interessiert. Will mir nicht den Ast absägen quasi,
oder die Quelle versiegen, aus der meine Dividenden sprudeln. Ja, das ist schon richtig, aber stell dir vor, wenn du vielleicht mal irgendwann krank wirst und dringend Geld benötigst, das ist einen gewissen Betrag an Geld, zum Beispiel für eine Operation, oder? Lieber das positive Szenario, du hast während deiner Rentenreisen, weil du nicht mehr arbeiten musst, in Spanien die Finca deines Lebens gesehen, und jetzt möchtest du die kaufen, dann könntest du jetzt hingehen und sagen, okay, ich verkaufe einen Teil meiner Aktien, das Kapital, was halt noch fehlt, dass ich dann etwas weniger Dividenden bekomme. Das reicht, vielleicht ist auch in Spanien das Leben entsprechend günstiger, du wohnst dann länger halt in Spanien in der Finca, und dann kannst du eben einen Teil nur deiner Aktien verkaufen. Und da ist es natürlich schön, wenn nach 20 Jahren die Aktien deutlich mehr wert sind als das investierte Kapital. Und so kommen wir auf die Kursgewinne zu sprechen. Du erzielst im Aktienmarkt Kursgewinne zwischen 7-8% langfristig. Und wir nehmen jetzt einfach mal in Anführungszeichen nur 7% jährlich. Und damit wird sozusagen dein investiertes Kapital in Anführungszeichen verzinst, was du am Anfang eingesetzt hast, das Kapital. Die erstmonatlichen Sparraten, die hatten natürlich länger Zeit zu wachsen, so wie auch bei den Dividenden natürlich den Kursgewinn. Ganz hinten natürlich relativ wenig bis gar nichts. Und wie wirkt sich das jetzt aus? Zeige ich dir auch, und zwar hier. Das ist dein investiertes Kapital. Das sind deine Kursgewinne. Und das kumuliert, alles kumuliert, und das kumuliert sind deine Dividenden. Und hier siehst du dann die nackten Zahlen. Hier haben wir die 123.000 Euro, die du investiert hast. Dann haben wir jetzt aber Kursgewinne noch zusätzlich, so 151.000 Euro, ein paar zerquetschte. Also dein eingesetztes Kapital hat sich mehr als verdoppelt. Und dann nochmal die Dividenden obendrauf in Höhe von 74.000 Euro. Und insgesamt hast du dann 349.000 Euro brutto. Das heißt, für die Dividenden musst du auf jeden Fall die Abgeltungssteuer abziehen. Weiß nicht, ob es die in 20 Jahren noch gibt. Muss man mal schauen. Aber das ist doch jetzt schon echt sympathisch. Und dadurch, dass du jetzt hier auch einen schönen Marktwert hast, deine Aktien sind eben dann entsprechend so viel wert, 275.000 Euro, ist das wirklich Vermögen, über das du verfügen kannst. Und das macht das Ganze natürlich schon sehr attraktiv, also das Investieren in Aktien. Was man auch noch dazu sagen sollte, denke ich, ist, dass wir Inflation haben, momentan sogar eine relativ hohe Inflation von um die 4%. Das heißt, die Kaufkraft des Geldes in 20 Jahren ist dann natürlich entsprechend ja sogar deutlich niedriger. Und das musst du eben rausholen, indem du hier noch eine positive Rendite erzielst. Das negiert nicht das, was ich gesagt habe, das zeigt ganz im Gegenteil die Bedeutung dessen. Weil wenn du Geld hast, du kannst entweder gar nicht vorsorgen und alles verprassen, dann wirst du bis an dein Lebensende arbeiten müssen, vermutlich, mehr oder weniger hart. Du kannst dein ganzes Geld eben mehr oder weniger unverzinst oder vielleicht sogar mit Strafgebühren, Strafzinsen, Verwahrentgelt, wie auch immer man nennen möchte, auf dem Girokonto, Sparbuch etc. lassen. Dann fällt es der Inflation heim, oder du gehst hier hin und investierst in Aktien, die als Sachwerte bekannt sind, und erzielst trotzdem eine positive Rendite. Teilweise ist es sogar so, dass einige Aktien bzw. Unternehmen, du investierst ja in Unternehmen, sehr gut mit Inflation zurechtkommen. Durch Preissetzungsmacht reichen die Preise einfach weiter, was dann dazu führt, dass ihre Gewinne in inflationären Zeiten noch stärker wachsen. Ihre Umsätze wachsen noch stärker, ihre Gewinne wachsen noch stärker. Und dann wird auch die Dividende noch stärker erhöht. Das gibt es auch. Wie du diese Aktie findest, das ist noch ein anderes Thema, kann man in einem anderen Video machen. Jetzt wäre es immer erstmal interessant, wie du gute Dividendenaktien findest, weil du möchtest ja so ein Szenario, wie wir es hier sehen, erzielen. Und tatsächlich kann ich dir da auch was ganz Tolles zeigen, nämlich gute Nachrichten für dich. Wir haben nämlich hier das Schotterdepot, und ich glaube, die Grafik, die ich dir jetzt zeige, in dem neuen Excel, kommt dir bekannt vor. Nur, das hier ist zwar auch nur eine Simulation, aber die ersten Jahre sind schon Realität, denn dieses Schotterdepot, es existiert tatsächlich, und es ist, behaupte ich, so einmalig. Das ist ein Community-Projekt, da investieren wir 500 Euro im Monat, also sogar etwas mehr als in unserem, doppelt so viel, oder? Wir hatten ja, wie viel hatten wir je gehabt? Doch auch 500 Euro. Ja, aber diese 500 Euro, die investieren wir auch tatsächlich im Starterdepot. Und das ist hier, und das siehst du in 20 Aktien, die besparen wir monatlich für Monat.
Und wir haben hier das Standarddepot in Zahlen. Das siehst du, es sind schon 16,5, über 16.500 Euro wert. Wir haben auch schon Kursgewinne von 2.900 Euro ungefähr erzielt. Wir haben schon Dividenden kumuliert von in Höhe von 316 Euro kassiert. Unsere Dividendenrendite bezüglich des Kaufs jeweils war 1,67%. Nein, das ist die aktuelle Dividendenrendite bezüglich des Kaufs, das ist die persönliche, die liegt schon bei über 2%, weil die Aktien in der Zwischenzeit gestiegen sind und weil die Dividenden gestiegen sind. Mit Aktien gestiegen meine ich die Aktienkurse. Und hier siehst du dann das Dividendenwachstum um die 10%. Das ist also eine dynamische Dividendenstrategie. Kannst du dir hier mal anschauen. Das ist eben ein Beispiel, wie man es machen kann. Hier siehst du die Aufteilung nach Branchen etc. Und hier investieren wir tatsächlich in Qualitätsaktien, die ihre Unternehmensgewinne langfristig steigern. Ich zeige dir einfach nur, um den Zusammenhang zu sehen. Hier siehst du dann die steigenden Unternehmensgewinne und die ermöglichen eben steigende Dividenden und die führen ebenfalls dazu, diese steigenden Unternehmensgewinne nicht nur zu steigenden Dividenden, sondern auch zu steigenden Aktienkursen, sodass du am Ende genau das hast, was ich dir erzählt habe, nämlich du hast Kursgewinne, hier sind die Kursgewinne und du hast Dividenden, die im Zeitverlauf auch steigen. Das sind dann die hier steigenden Dividenden, Jahr für Jahr. Mal steigen sie mehr, mal steigen sie ein bisschen weniger, aber sie steigen. Also es geht in die richtige Richtung. Wie du solche Dividendenaktien finden kannst, das erkläre ich dir in einem eigenen Video. Das blende ich jetzt auch hier ein und verlinke das auch unten. Und da erkläre ich dir das ganz genau, wie das funktioniert. Es gibt nie eine Garantie, dass eine einzelne Aktie funktioniert, also dass diese einzelne Aktie zu 100% da du damit Kursgewinne erzielen wirst und steigende Dividenden. Aber es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und wenn du diversifizierst, dann passt das schon. Das sehen wir auch sehr schön hier im Standarddepot. Da haben wir die 20 Aktien und tatsächlich sind ein paar Aktien dabei, die enttäuschen, aber es sind relativ wenig. Du siehst hier beispielsweise nur 2 Aktien sind im Minus, alle anderen 20 Aktien sind im Plus und so sollte das Ganze auch laufen. Gut, dann verweise ich jetzt noch auf ein Angebot, das hätte ich fast vergessen. Und zwar, es gibt nicht nur das Starter-Depot, es gibt auch das Starter-Paket. Denn wenn du in Aktien investieren willst, dann brauchst du ja auch ein Depot. Und ich habe dir ja schon gesagt, hier, du wirst es auch noch sehen, wenn du das Video anschaust, dass der Aktienfinder gut dafür geeignet ist, eben diese entsprechenden Aktien zu finden, um sie dir ins Depot zu legen, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und den Aktienfinder, den kriegst du dann auch noch gratis. Hier haben wir sogar ein Spezialangebot mit der Consorsbank. Da gibt es einen Aktienfinder für ein ganzes Jahr umsonst. Sehr schön. Jetzt bedanke ich mich für dein Zuschauen, dass du so lange durchgehalten hast. Mich würde natürlich interessieren, wie du die ganze Sache siehst. Besparst du vielleicht schon hier irgendwas? Oder was ist dein Ziel? Möchtest du mit Dividenden tatsächlich die finanzielle Freiheit erlangen oder möchtest du Rentenlücke schließen oder irgendwas dazwischen? Wie weit bist du auf dem Weg? Klappt es? Wo sind deine Probleme? Vielleicht kann man da nochmal drauf eingehen oder mal ein eigenes Video machen. So, okay. Dann würde ich sagen, erneut danke für deine Geduld und bis zum nächsten Mal. Ciao.